Moin, willkommen zu einer neuen Folge von Steuerkaraoke. Heute erkläre ich den Begriff Steuervorbescheide. Was ist das? Das ist im Prinzip eine Vereinbarung zwischen einem Unternehmen und dem Finanzamt. Das Unternehmen sagt, ich habe diese oder jene Investition vor und ich möchte vorher wissen, wie das Ganze steuerlich behandelt wird, damit ich Rechtssicherheit habe. Soweit, so gut. Es ist so, dass mit diesen Steuervorbescheiden viel Missbrauch betrieben wurde. So wurde bei den sogenannten Luxemburg-Leaks bekannt geworden, wie eine Wirtschaftsprüfungssteuerberatergesellschaft PricewaterhouseCoopers im Auftrag von Unternehmen Hunderte, Tausende von Steuervorbescheiden verhandelt hat mit den Steuerbehörden Luxemburgs und im Prinzip im Vorhinein schon ausgehandelt hat, dass die betreffenden Unternehmen faktisch keine Steuern zahlen müssen, wenn sie eine Zahlung so oder so abrechnen. Ich habe ja in vorigen Videos bereits erklärt, wie das funktioniert, diese Steuertricks, und wie zum Beispiel künstliche Zinsen oder Lizenzgebühren über Ländergrenzen hin und her geschoben werden. Und eine ganz besondere Rolle spielten dabei die Transferpreise, auch ein schwieriges Wort, guckt euch das Video dazu nochmal an. Und da geht es darum, dass man über den Preis, den man für diese künstlichen Zinsen zum Beispiel berechnet, die Apple Deutschland, sagen wir, an Apple Irland zahlt, dass man darüber natürlich mehr Geld aus Deutschland nach Irland verschieben kann, wenn Apple Deutschland höhere Zinsen an Apple Irland zahlt. Das Prinzip des Transferpreises ist es aber, dass diese Preise zu Marktpreisen stattfinden sollen. Das heißt, dass Apple Deutschland, Apple Irland auch nicht mehr zahlen soll, als sie zum Beispiel bei einem Kredit von einer Bank bezahlt hätten. Und genau das sollen die Steuerbehörden überprüfen, ob diese Preise eben nicht künstlich manipuliert würden, um mehr Gewinne zum Beispiel in eine Steueroase zu schieben. Und diese Transferpreise spielen auch bei den Steuervorbescheiden eine Rolle. Und einer der grauen Eminenzen, Marius Kohl, der Steuervorbescheide in Luxemburg, der wurde mal gefragt, wie er diese vielen tausenden Steuervorbescheide in einem so hohen Tempo überhaupt hätte stellen können, weil er musste ja diese vielen tausenden Transaktionen der Unternehmen auch wirklich prüfen und die Preise. Und er hat dann zugegeben in einem Interview mit dem Wall Street Journal, dass er sich das eigentlich irgendwo auf der Dusche oder unter der Dusche oder auf der Toilette überlegt hat. Er hat den Daumen angeleckt, in die Höhe gehalten, hat gesagt, so Pi mal Daumen habe ich das abgestempelt. In Wahrheit war es so, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers über das Briefpapier des Luxemburger Staates verfügte und im Prinzip ihren Steuerdeal da einfach nur noch reinkopiert haben und dann hat er das abgezeichnet. Das war eben eine große Gaunerei zwischen den Luxemburger Finanzbehörden, dem Unternehmen und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.